Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ages of Minecraft. Ja, ihr mich auch. Zum Start habe ich mir was Schönes ausgedacht, denn der Flo ist wieder da. Und nachdem ich den Jojo beim letzten Mal schon so schön genervt habe, kriegt der Flo jetzt auch noch ein bisschen was ab. Oh, was zum Essen? Ja! Apfelsoße. Warum Apfelsoße? Das kann man aus Äpfeln machen. Aber weißt du, was das Tolle ist, Flo? Es ist Apfelsoße. Man kann es in Backpack packen. Ja, das hast du fein gemacht. Genau, und es bringt mehr als Äpfel. Es bringt mehr als Äpfel. Also pürierte Äpfel bringt mehr als Äpfel. Ja. Klingt logisch. Macht doch Sinn, ist gekocht. Ich denke, ist da ein Frame Drop. Wir haben ja beim letzten Mal angefangen, oder bei den letzten Malen, unten den Keller auszurüsten für mehr Strom. Aber dafür aufzumöbeln. Genau, brauchen wir deutlich mehr Charcoal und mehr Charcoal gäbe es hier. Aber das funktioniert nicht, weil wir nicht genügend Dampf haben. Und nicht genügend Dampf haben wir aus mehreren Gründen, aber der Hauptgrund being, dass hier keine Charcoal mehr drin ist. Und warum ist hier keine Charcoal mehr drin? Weil du keine Reine dran hast? Das auch, aber dass nicht genügend Dampf durch die Rohre kann. Also diese drei Coal Boiler produzieren schon mehr Dampf, als durch diese Copper Fluid Pipes durchpasst. Dementsprechend sollte man vielleicht das Ganze abändern, sodass wir natürlich dass wir die High Pressure Coal Boiler vielleicht irgendwo weiter oben hinstellen, irgendwie weiß ich nicht, in die Mitte oder so, weil wir ja eh schon mit den Item Transport Pipes so weit hochkommen, dass wir hier auch noch sagen können, bitte liefert hier mal Charcoal hin. Hätte ich jetzt so mal spontan vorgeschlagen. Müssen wir dafür bloß irgendwo einen Platz finden, aber ja. Wie wäre es mit hier, wo diese Kiste ist, so außenrum, drumrum? Du meinst mitten im Gang. Ja. Hey, du bist auf unserem Getreide rumgetrampelt. Macht nichts. Doch, es ist ganz schrecklich. Okay, es tut mir leid. Ganz, ganz schrecklich. Aber also. Wo können wir denn am geschicktesten hin? Ich meine, da ist das Wasser. Ja. Da brauche ich so viele Carpenter Slopes. Und hier ist eine Kiste, die voll davon ist. Nein, nicht voll, aber. Ach stimmt, das sind natürlich Überreste von, vom Bau. Ja. Das Problem ist ja wieder, dass die Kabel sich verbinden wollen. Aber prinzipiell können wir es ja schon hinstellen, ja. Bei wem kommt ein Krankenwagen vorbei? Unten die Holz und oben die Dingens, oder? Genau, ja. Haben wir hier noch Holzkabel? Glaub nicht. Nope, dann schaue ich mal, dass ich welche hole. Die Frage ist, was wollen wir mit dem Wasser machen? Ah, wir haben hier eh schon Wasser, haha. Genau. Das ist ja das Schöne dran. Genau. Das heißt, im Prinzip, können wir dann ein paar hinstellen, die nach oben gehen und ein paar, die für hier unten funktionieren. Und das sollte dann funktionieren. Das heißt, habe ich noch? Nein. Dann, wie viele wollen wir denn von den Boilern benutzen? Keine Ahnung, wie viel machen Sinn? Also ich denke mal, dass die drei gereicht haben für eine Ebene locker. Dementsprechend hätte ich jetzt... Viele. Genau, hätte ich gesagt, wir machen noch drei. Okay, yo. Komm das mal. Heißt, wir brauchen dann sechs Inputs für Charcoal und dementsprechend auch die Cards, richtig? Mhm, wenn wir die nutzen, ja. Gut, dann baue ich jetzt hier nochmal drei High-Pressure-Coal-Boiler. Haben fast alles, brauchen Stahlplatten. Mir ist übrigens aufgefallen, wir haben irgendwie noch 85 Stahl. Also. Oh, sehr schön. Haben wir noch Pipes? Ziemlich sicher nicht. Welche Pipes? Nee, wie heißen die denn Pipe? Die, mit denen wir den Dampf rauspumpen. Also was für welche wollen wir da nehmen? Wahrscheinlich einen größeren, oder nicht? Wenn es jetzt Probleme gibt. Naja, wenn wir sagen, es hat gereicht für eine Ebene, soll es ja reichen, wenn wir das, was gerade als Verkabelung da ist, weiterhin benutzen. Die waren mit Ranch abbaubar, oder? Genau. Okay. Können wir hier unten schon mal ein paar wegtun. Genau. Dann mache ich das mal. So, ich habe hier drei High Pressure, dann brauchen wir noch
Item. Hier, Item Transport Pipes. Dann brauchen wir Interface. Beziehungsweise. Wait. Ja, wir können eigentlich dann die ganze Verkabelung nach unten wegmachen, weil dann sollten wir den Wasserförderer auch hochstellen, weil sonst braucht ja unten der Dampf. Das ist genau, alles etwas. Ja. Wie hieß das optimal. Ding? Routed. Da sind sie. Also erstmal ein paar Junction und was war das andere? Routed. Das Interface Pipe oder sowas? Es gibt jetzt oder einfach bloß Interface Pipe. Routed Requested Pipe. Was ist das denn? Routed Request Pipe. Wenn man das so genau wüsste. Ups. Junction Routed Interface. Da, hier, Routed Interface Pipe. Ups. Ich habe das Gefühl, da wollen wir definitiv Rezepte für haben. Das könnte schon sein. Also, Routed Junction, keine Ahnung, nee, die brauchen wir nicht, die haben wir noch. Aber hier, die da. Dankeschön. Was brauchst du? Oh Gott, komm, ich mache jetzt Rezepte für die ganzen schönen Illuminars. Mhm. Wir haben keinen Cactus Green. Das kann nicht sein. Warum auch? This is not possible. Bin mir sicher, dass wir Cactus haben. Ja, die sind bloß auch in der Farm, die nichts mehr macht, weil sie keinen Dampf hat. Die sind wahrscheinlich nur alle im Lager. Oder das. Unter das, ja. Ich hol mal eben. Ich hol dafür Rubber gerade. Macht mich auch perfekt. Sinnvoll. Nützlich. Mhm. Sehr gut. Ich finde, roher Rubber sieht aus wie ein Cookie. Was? Da sind doch nur 1200 Kakteen. Ja dann. Reicht das ja erstmal. Mal Cactus Green war durch den Ofen, oder? Ja. Kann man den Cactus in irgendeine Farbe? Nein, schade. Das ist auch wieder sowas, was man autocraften muss. Irgendwann mal. Ja. So was hatte ich gesagt. Unten. Also ich bin echt froh, wenn wir das mit dann irgendwann haben, dass wir unten unseren Autocrafting-Bereich hinbauen können. Und da sind wir ja eigentlich im Prinzip immer noch alles am Vorbereiten. Dafür machen wir gerade den ganzen Schmarrn. Genau. Wir arbeiten ganz, ganz viel, um dann nicht mehr arbeiten zu müssen. Genau. So wie es halt ist. Illuminada. Also Green Illuminar brauchen wir. Also nur mal ein aktueller Stand zu den Furnaces. Flo, wir haben mehr Furnaces mittlerweile für Charcoal-Produktion. Aha. Aber die Hälfte der neuen, eigentlich alle neuen Furnaces sind fast nicht in Betrieb. Das heißt, wir brauchen mehr Holz. Na sowas. Das heißt, wir brauchen mehr Dampf. Ja. Jo. Zum Beispiel. Hä? Zum Bleistift. Router Junction. Red Illumina. Zwei Stück. Eins, zwei. Und dann haben wir das Rezept dafür. Und dann hätte ich noch gern das da. Perfekt. So, dann. Weil anscheinend bauen wir von denen doch. Ein paar. Ein, zwei viele. Ja, genau. So, dann hätte ich noch gern die Null Logic, was weiß ich, Cards. Schmarrn, ich wollte das Rezept machen. Egal. Und dann. So. Brauchen wir den Item Responder Chip. Das wäre Input. Der ein Orange Luminar braucht. Und Orange kriegten wir irgendwie so. Magic. Pattern. Mehr Pattern. Pattern. Oh, Glas. Auch das.
Wir bräuchten wieder Sand. Also wenn wir beim nächsten Mal ausgraben, den Sand nicht wegschmeißen. Und wir bräuchten noch eine Furnace, verdammt. Gut, dann gibt es jetzt keinen Kaktuscreen mehr, sondern Sand. Sand haben wir doch bestimmt im Inventar. Im Lager, meine ich. Vielleicht. Treibsand, fast. Na dann. Kann man den trocknen? Ich weiß ja nicht. Könnte ja sein. Treibsand in den Ofen. Mal probieren. So. Endstone sieht auch so ähnlich aus. Stimmt. Kann man nicht irgendwie Cobblestone pulverisieren oder sowas? Haben wir ja auch ein bisschen was. Vielleicht. Also nein, man kann Treibsand schon mal, aber leider nicht. Ja, bei beim anderen Modpack, weil es ist die Frage, hat das was mit dem Modpack zu tun? Okay, also das Ding hier. Ja, ich brauche ja immer noch. Possibly. Ich habe mal was vorbereitet. den könnte ich eigentlich schon, weil warum auch nicht? Genau. Ha. So. Warum zur Hölle wird die zweite Kiste nicht mit Äpfeln gefüllt? Weil. Ja, das merke ich. Oh, das würde nämlich, hatten wir auch, sehr schön. Das würde unser Apfelproblem nämlich etwas lösen. Mach einfach mehr zu essen. Ja, Gut, also Item Responder Chips können wir jetzt schon mal autocraften. Ah, okay. Und jetzt möchte ich natürlich noch die Item Extractor Chips machen. Hey. Gut, gut. Ja, der macht keinen Dampf mehr. Da. Nein. Und jetzt können wir auch den Item Extractor autocraften. Also mit anderen Worten, die Standardsachen, die wir immer brauchen, können wir jetzt automatisch machen. Yay. Sehr gut. Also ich habe ein paar Junction Pipes. Also wir wollten Interface 6 Stück, richtig? Ja. Stimmt. Oh Gott, jetzt brauche ich noch das Rezept Gold in Gold Nuggets. Weil das brauchen wir. Ja, man kann im Pulverator, Pulverization Pulverator erstellen. Oh nee, warte mal, wie muss man die anschließen? Wo ging Wasser? Das Dampf, wo kam der Dampf raus? Seitlich, oder? Der Dampf kam überall und Wasser muss unten rein. Das heißt, das Ohr darf nicht an der Seite sein. Fuck. Okay, das ist blöd. Also viel effizienter ist es, wenn man eine Furnace pulverisiert, dann kommen nämlich 6 Sand raus. Ah, ja, cool, mach das gell? Doch. Ja. So, dann hätten wir jetzt die 6 Interface Pipes. Dann wollen wir jetzt noch 6 Responder Chips. Blöd ist das ja. Oh, ist das toll, wenn man das automatisch so machen kann. Scheiß ist das. Ich find's schön, dass du dich gerade voll ärgerst und ich mich voll freue. Ja, wenn die von unten angeschlossen werden, ist doch bekloppt, ist das doch. Ah, das heißt, wir müssen da schon. Verstehe ich das richtig, dass man mit einem Rock Crusher einen Krabbel reinlegt und dann kommt Sand, Goldnugget und ein Diamant raus? Ah, nee, Chance. Mit einer 1%igen Chance wahrscheinlich, ja. Ja. Na, immerhin.
Immerhin, ja. Wenn wir zu viel hätten, was wir nicht haben, könnten wir das machen. Und Gravel. 6 Extractor Chips, perfekt. Oh, ich liebe Autocrafting, wenn man diesen ganzen Gravel. Scheiß nicht jedes Mal machen muss. Wobei ich mich mal gerade frage, wieso sind da eigentlich... Ich dachte, ich hätte da mehr jetzt mittlerweile angeschlossen. Wieso liegt da eigentlich Stroh? Das auch. So, jetzt aber. Das heißt, den könnte ich jetzt theoretisch schon mal dahin stellen. Plonk. Ich glaube, ich brauche noch Acceleration Cards, so ein paar. Ah. So. Huch. Chip wollen wir gerade. Gut. Transporter vielleicht auch nochmal. Da, Fug. Da, und es geht. Ich überlege, wo wir das Wasser hinstellen. Ja. Dann, wenn wir das irgendwann mal nach oben transferieren, weil noch ist genug drin, dass es sich nicht wirklich lohnt, das wegzureißen. Da dann. Ich tippe mal, da wo du Platz gemacht hast, sollen die Öfen hin. Genau, da so vorbereitet ist, genau. Also da sind so diese Röhrchen. Einer steht ja schon. Dann setze ich die anderen beiden mal, den drei neuen mal hin. Genau, also die kommen dann für die oberen und die unten, dann kommen jetzt in der Mitte kappen, dann sind sie getrennt. Oben wollte ich jetzt dann noch eine dickere Pipe hinsetzen zur Verbindung, aber. Also die äußeren beiden sind jetzt jeweils 1000er, in der Mitte sind eine 2000er schon. Die hatte ich jetzt noch von unten. Ich weiß nicht, was das da für welche sind. Aber. Welche? Die hochgehen. Die hochgehen sind die dünnen. Oben war nicht irgendwo noch eine, die dumm rumstand. Genau, du standest doch dumm rum. Pipe, komm her, aua. So, und wo wollen wir. Au, au, au. Reinpumpen, rauspumpen, yes. Von oben, oder? Die so, Items? Oder? Ja. Oben oder hinten? Vorne. Oben oder vorne, ja. Irgendwie sowas. Und dasselbe dann da unten dann auch. So oder so ähnlich war der Plan. Coolio. Also ich muss sagen, mittlerweile finde ich diese Project Red Sachen echt ganz gut. Also sie mal funktionieren, ja. Am Anfang war ich sehr skeptisch, aber mittlerweile war erstmal etwas unübersichtlich, ne? Jetzt habe ich noch eine. Ich ja, und doch, gefühlt auch ein bisschen verbuggt, aber es ist immer so am Anfang dieser Punkt so, ist es verbuggt oder sind wir bloß blöd? Oder haben wir es einfach noch nicht verstanden? Genau. Gut, das heißt, die Item Responder, die sollen funktionieren auf Charcoal, wo ich gerade natürlich nichts im Inventar habe. Ich habe eine, ich habe eine, ich habe eine. Gief, gief, gief. Unten noch da. Ich hätte sogar noch Dankeschön. Cool Coke da. Oh. Ich, dann nehme ich mal beides, weil kann ja beides. Genau. Was vorhanden ist. Ja, die Charcoal ist natürlich wieder in irgendeinem Backpack gelandet. Natürlich. Wahrscheinlich in meiner Backpack oder so. Ja, wo auch Eisen drin ist. Also Item Responder Chip. Soll bitte Charcoal oder das. Und das Ganze whitelisted. Perfekt. Das können wir dann jetzt schon überall reintun. Also ich zwei reintun, eins reicht. Also ich verstehe wirklich nicht, warum die eine Apfelkiste nicht gefüllt wird. Ich habe jetzt die Kabel mal umgelegt, dass die eine näher ist am Sender. Ist egal. It's magic. Tja. Ah, Wahnsinn. So, jetzt kriegt die andere wahrscheinlich nichts mehr. Vielleicht nimmt er bloß den nächsten oder so. Das wäre auch komisch. Das würde eigentlich nicht sein. Ja, das hat er ja vorher nicht gemacht. So, wenn die jetzt... Habe ich gerade meinen Wrench gedupt oder sah das nur so aus und ich habe jetzt zwei? Nicht was, ein Anzeigefehler. Irgendwie das Inventar ist manchmal ein bisschen sehr komisch. Gut. Dann passt das. Wasser ist genügend drin, das ist super.
Kommt auch noch eine Weile lang nach. Der Collector hat noch einen ganzen Batzen Steam, der läuft noch eine Weile. Sehr gut. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch irgendwie verbinden. Wie war das, wenn zwei Kisten gleich weit weg sind, dann ist es zufällig? Wo wahrscheinlich, es rein ja. geht? Wahrscheinlich. Vermutlich. Möglicherweise. Wo ist jetzt hingefallen? Pipe! Oh Gott, damit. Dampfpipes im Flug abzubauen ist sehr gefährlich. Wenn man von unten dagegen stößt und dann Schaden nimmt. Ah, so da. Ich warte noch drauf, dass Greg irgendwie einbaut, dass sich die Pipes merken, was drin war und man dann die Dampfpipes nicht aufheben kann, um Schaden zu nehmen. So wie Lava-Buckets. Nee, ich habe gerade darauf gewartet, dass Items, die auf die heißen Pipes fallen, kaputt zerstört gehen. Werden. Ja, auch das. Kann ich noch eins runter? Ja, okay. Und dann darüber. Und dann da verbinden. Perfekt. So, theoretisch könnte jetzt Charcoal geliefert werden. Cool. Wenn wir denn genügend hätten und sowieso und überhaupt. Dann bringe ich mal noch die anderen beiden Furnaces hoch. Boiler, whatever. I don't. Mhm. Aber wenn ich treffe, oder wenn ich sterbe, Habe ich zugebaut? Nee, ich bin bloß unfähig. Okay. Anders ging es nur nicht wirklich, weil da irgendwas in meinem Weg war. Passt schon. Oh, warte mal, ich sollte vielleicht warten, bis Wasser drin ist. Ja, aber Wasser sollte auch fick. Ja. Moment, warum geht. Sicher, sicher. Ja, bei den unteren sieht's. Ja, die rechten Beine habe ich gerade erst hingestellt. Ja, ja, die da. Da füllt sich erst der mittlere. Bau mal lieber den rechten ab. Den rechten mal weg, weil der mittlere füllt sich erst. Füllt sich schon, reicht. Füllt Wasser sich? Drin. Okay. Das geht gerade noch gut, aber ich war trotzdem erstmal, bis ich mehr reintue. So, jetzt bei den Extractor-Chips bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt was auswählen muss oder nicht. Ja. Ne? Ich sag mal, es ist eine Blacklist, eine Empty Blacklist. Mhm. Da oben hatte ich gesehen, ist Tiny Pile of Ashes drin. Nehmen wir das jetzt einfach mal. Hab natürlich zwei reingetan, weil Welcome to my world. Aber hat das jetzt raus? Nein, noch nicht. Ja, jetzt ist genug drin. Geht schon. Fire away! So. Ihr baut ja lustige Sachen hier. Wir bauen lustige Sachen hier, ja. Jetzt wird's unübersichtlich. Ach wo. Gut, dann halt. Oh, ich brauche irgendwie was, um hochzukommen. So, besser. Hover Mode. Ja. Ja? Aber. Ja, hast ja theoretisch recht. Theoretisch. Also, aber nur theoretisch. Tiny Pile of Ding, 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 Ding. Du. Auf Ding, 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 Ding. Raus. Ding, 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 Ding. Haben wir gerade irgendwo was drin? Ja, da. Schauen wir mal, ob das geht. Wir haben natürlich wieder zwei rein. Na komm, jawoll. Perfekt. Na komm. Stell dich nicht so an. Gut. Dann, Tiny Pile of Dark Ashes wird rausgepackt und Charcoal wird theoretisch reingepackt. Cool. Und wir generieren Dampf und ich sehe gerade, wie da jetzt von oben ein Holz nach dem anderen kommt. Also das sieht so aus, als ob es wirklich funktioniert. Und wir jetzt deutlich mehr Items und wir hätten da vielleicht einen Insertion Pipe hinsetzen sollen. Na egal. Nicht so wichtig. Ich hol mal schnell eine. Okay. Oh, da ist ein Kaktus. Nicht nur einer. So, erstmal tief genug kommen, damit man durchfliegen kann. So, wisst ihr, was toll ist? Folgenende.
Sonne geht runter. Und ich hatte noch nicht mal Hunger während dieser Folge. Doch, ich habe was gegessen. Ich habe Apfelsuppe gegessen. Schöner Sonnenuntergang. Mhm, in der Savanne. Ah, ich wollte mal einen oder mehrere? Da ist ein Licht. Ich nehme mal acht mit. Flieg ins Licht. Ich bin eine Mücke. Gut. Dann. Und dann haben wir dann hoffentlich genügend Charcoal, beziehungsweise Holz. Beziehungsweise beides. Dass wir genügend Charcoal hinkriegen. Oh, richtig, wir wollten noch. Du darfst dann auch Dirt hochpumpen. Ah ja. wieso ich? Weil du es wolltest. Nein, du bist jetzt unser Transportation Pipe Expert, das musst du jetzt machen. Aua. Aber da ist eine Buildcraft. Wenn ich das jetzt abreiße, ist halt alles kaputt erstmal. Das ist total alles in der Gegend rum, richtig. Schnell. Das war viel zu langsam. Da unten liegen jetzt leider Items rum. Na toll. Daniel, sammle sie mal auf. Daniel, nimm mal. War nur Äpfel, das ist eigentlich wurscht. Da sind noch Äpfel und noch Holz, da ist Holz noch. Wo das Holz? Ja, da wird schwierig. Und Fass, Sehr gut. Mhm. Jetzt darfst du auch unten ins Wasser springen, um dich abzukühlen. Wir hätten auch sagen können, dass man da unten auch reinkommt. Nö. Das wäre langweilig. Da kommt man übrigens auch rein unten. Heiß. Nicht sterben. Nö. Nur knapp machen. Jo, gut, dann zwitsch. Cool. Kommt jetzt gerade so viel Holz, dass der gar nicht hinterherkommt mit dem Exportieren. Vor allem Äpfel. Yay, Äpfel. Aber er kommt halt noch nicht mal mit dem Holz hinterher zu exportieren. Wollen wir dann noch schnell zweite... Ja, das können wir noch vorbereiten. Dann, ja. Oder gleich machen wir, wie auch immer. Wie auch immer. Ja, ich koche ja Äpfel, Soßen und so weiter. Das ist doch doof. Ja, Soß mal. Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.